Wassermann, Hallihallo, Wassermann, was kommt, was wird sein, was darf gesagt werden für diese Woche? Wow, Wassermann, wenn du einer dieser Wassermänner bist, der wieder einmal schwierige Phase hat, ja, nichts ist ganz klar, du bist ein bisschen abgefahren, abgetragen, abgeschlagen, du bist nicht ganz im Flow, es gibt Höhen und Tiefen in deinem Leben, wenn du dieser Wassermann bist, der sagt, es ist nicht gerade meine beste Zeit im Moment, lass dir ein bisschen Zeit, hinterfrage die Sachen, mach dir nicht so viele Gedanken, okay? Manchmal versuchst du halt einfach alles gut zu machen, alles richtig zu machen, viel zu sehr aufwendig, um den Menschen zu imponieren, zu gefallen. Es ist nicht immer easy, ein Wassermann zu sein, aber es ist richtig, dass du der Mensch bist, der du bist, um auch aus diesen Situationen nicht zu lernen, sondern immer wieder zu erfahren, wie wertvoll es ist, sich an erster Stelle zu stellen. Bist du aber ein Wassermann, der sein Leben genießt, ja? Der seine Wohnung hat, die Arbeit hat, die Kohle hat, die Kinder, ein perfektes Leben hat, sich glücklich fühlt, ein paar Höhen und Tiefen hat, aber sagt, Alter, das ist gar nicht so schlimm, genieß es. Pass dich nur nicht zu sehr diesen Menschen an, die versuchen, dich zu übertrumpfen. Versuch dich nicht also anzupassen in einer Gesellschaft oder in einem Leben, wo du als Wassermann nach einer gewissen Zeit anfangen könntest, deine Flügel zu verlieren. Nächste Woche heißt es, Liebe, Gesundheit, Beruf, Finanzen, okay? Immer und dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist der richtige Moment, jetzt ist der richtige Augenblick, jetzt ist die richtige Situation, ab nach vorne, trau dich, hinterfrag nicht weiter, sondern mach es, okay? Es kommt ein Gespräch, es kommt eine Lösung, es kommt eine Situation, wo mehrere Menschen, mindestens zwei, daran beteiligt sind. Und es wird erfolgreich sein, es wird sehr gut sein, es wird zufriedenstellend sein für beide Parteien oder für diese Situation und dich, okay? Trau dich also nächste Woche aus einer Routine herauszukommen und lebe die Situation frei und unbeschwinglich. Brauchst du Hilfe? Schreib mich an. Bye!